Wow! Das männliche jetzt. Männliche Stimme, männliches Klatschen. Fehlt nur noch das männliche Antlitz. Das wird eine besondere Sendung heute, ne? Ja, ein bisschen. Wir haben nämlich, willst du wissen, wir haben gar keinen Schuh. So ist es nämlich. Die Schuhe für den Dreh sind nicht da gescheitert, wo auch diese Stimme gescheitert ist diese Woche, ja. Sondern sie waren einfach schon ausverkauft, bevor wir überhaupt Zugriff hatten. Und das ist halt sowas, das haben wir euch schon öfter gesagt, dass wir natürlich immer gucken müssen, wo und wie wir an die Schuhe rankommen. Und manchmal hat man dann eben so eine Woche wie jetzt, ja, wo ihr im Prinzip so viel Bock auf die Schuhe hattet, die wir gerne vorgestellt hätten, sodass wir sie euch gar nicht mehr vorstellen können, weil ihr sie schon am Fuß habt und wir sie nicht in der Hand haben. So ist das einfach in Kurzform mal erklärt. Aber zwei Dinger sind auf jeden Fall noch gekommen, die wir kurz noch mal ansprechen wollten. Ja. Das erste ist von Sneaker 76 oder Sneaker 76 aus Italien. Die haben ein 10-jähriges Jubiläum und mit Socconi zusammen den Legend of God Taras gemacht. Shadow 5000. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Ihr dreht das Licht runter, nehmt euch einen warmen Tee. Noch ist es okay. Ein Zimtkeks. Ihr könnt natürlich auch Babyöl nebenbei stehen haben. Nein, also wir fangen mit der Geschichte an. Es geht in die griechische Mythologie. Der, da gab es ja viele Götter. Also die Griechen waren ja so mit, wie nennt man das, Poly-Göttern? Polytheistisch? Ja, irgendwie so. Und Gott Taras, der Sohn von Poseidon, geiler Typ, ist auf die Reise gegangen. Ja. Und hatte dabei ein Schiffsunglück. Da aber Sohn Poseidons ist, hat natürlich Poseidon ihm einen Delfin geschickt. Was geht ab? Schick mir mal einen Delfin. Schick mir einen Delfin. Also nicht wie heißt der nochmal? Nicht wie Major Key. Flipper? Achso. Dass er dann sozusagen mit seinem Ding dann mit Snapchat seine Community fragt, wo er gerade ist. Sondern er hat einfach Gott Poseidon einfach mit dem Dreizack gesagt, hey Junge, schick mir einen Delfin. Also er ist gestrandet und zwar in, wie heißt die Stadt, Taranto? Die hat er dann gegründet dann, ne? Ja, da ist er gestrandet und hat sie dann Taranto genannt. So. So. Und warum erzähle ich jetzt das Ganze? Weil die Jungs von Sneaker 76 kommen aus der Gegend. Die sind da irgendwie geboren und das sind ihre Ursprünge. Und deshalb erzählen sie diese Geschichte von Gott Taras. Wir finden gut. Geile Geschichte auf jeden Fall, aber der Schuh selber ist, also mein persönlicher Geschmack, farblich nicht wirklich. Mir ist es auch tatsächlich ein Mühe zu viel irgendwie gewesen. Genau. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Farben von dem Guidance, der im Sommer kam, die waren so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht so grell, finde ich. Ja, ne? Die waren so ein bisschen gedämpfter. Irgendwie. Genau, und das fand ich mega stark auch, saugute Materialien, richtig schöner Schuh geworden. Bei dem Socconi, also den Guidance auf jeden Fall stärker als den Socconi. Total. Der Socconi ist gut, aber haben sie schon stark. Aber eine geile Geschichte. Und wie man sieht, wir haben ihn nicht hier, also fanden ihn andere Leute sehr, sehr gut. Für 145 Euro haben ihn sich sehr viele Leute gekauft. Sonst also heißt nicht, was wir nicht cool finden oder nicht super, super cool finden, heißt nicht, dass das andere nicht so finden. Das war jetzt kompliziert. Oder heißt nicht, dass es nicht gut wäre, nur weil wir es nicht gut finden. Genau, und hätten wir es gut gefunden, dann wäre es nämlich so gewesen, dass ihr es vielleicht auch gut gefunden hättet oder nicht. Das ist eine mega komplizierte Kiste. Kommen wir vielleicht einfach zum nächsten Schuh. Ja, gute Idee. Der noch da gewesen wäre, von White Mountaineering. White Mountaineering aus Japan, aus Tokio. Die haben so ein Firmen-Credo und das heißt, dass sie sich auf Design, Nutzen und Technik einer Sache, dass sich diesen drei Dingen verschreiben und das in jedem Produkt, was sie designen, auch irgendwo beinhaltet sein soll. Und das haben sie jetzt mit Adidas gemacht, zum wiederholten Mal, ich glaube seit 2014, 15. Also schon ein paar Mal jetzt was gebracht. Die letzten City Socks waren echt gut gewesen, fand ich gut. Die waren richtig gut, die haben mir auch total gut gefallen. Ja. Jetzt kamen nochmal zwei Colorways auf einem NMD R1 Trail und dann noch ein Campus 80s. Ja, das Ding, was so aussieht wie New Balance, Doppel-New Balance Schuhe. Ein bisschen, ne? Das ist so diese... Naja, also auf jeden Fall die NMDs. Ist auch so ein bisschen so ein Ding, auch ausverkauft, also haben einen großen Anklang gefunden, vielleicht auch nur bei Leuten, die mehr Geld damit verdienen möchten als die Händler. Aber hey, das war jetzt eine Spitze, die gar nicht so böse gemeint war. Es ist einfach nur, dass das der Schuh, also ich persönlich kann sagen, dass die Colorways sind so, kann man, muss man also nicht. Den schwarzen hätte ich ganz ehrlich ohne weiße Streifen und dann vielleicht halt noch ein bisschen irgendwie geile, also wie bei dem City Sock, das haben die echt da super gemacht, gell? Ja. Der war im Prinzip tonal gewesen, aber trotz alledem irgendwie besonders. Ein kleiner Eyecatcher noch mit jetzt dabei. Dieser schwarze sieht aus wie so ein Inline-Schuh, nur mit einer dickeren Laufsohle drunter. Und der bunte ist, und der ein, bisschen, bunte ist halt ein bisschen wild. Und, ja. Wie gesagt, es ist,
es ist nicht schlecht, wir haben es gerade eben schon gesagt, nur weil es uns in dem Fall jetzt nicht gefällt. Aber wir sind auch kritisch. Wir sind nicht nur, dass wir immer sagen, yeah. Ich finde halt einfach, dass es die Kollaboration vielleicht auf einem anderen Schuh besser gewesen wäre als auf dem NMD, weil man da vielleicht jetzt in die Richtung, in die man dann gegangen ist, mit dem City Sock schon was ganz gut gemacht hat und wahrscheinlich den NMD erwischt hat, der dafür gut ist. Ist für uns definitiv kein Kauf. Nein. Das zu dem White. Aber sie sind auch ausverkauft, oder? Bei einigen Läden schon. Ja, also kann man eh nicht mehr kaufen. Nee, und das sind die beiden Schuhe, die man nicht mehr kaufen kann, die wir euch noch mal kurz ein bisschen einordnen wollten in dieser Review. Lasst einen Kommentar da. Das wäre echt toll. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Sagt ihr, ey, die Jungs spinnen total, das sind die geilsten Schuhe aller Zeiten. Die sollen sich mal wieder einen Schuh in die Hand nehmen und nicht doof klammern. Oder sagt ihr so, ja, vielleicht haben sie an dem einen oder anderen Punkt recht. Ich kaufe die Scheiße auch nicht. So, und damit macht euch jetzt ein schönes Wochenende. Ja. Und packt das Öl wieder zur Seite, geht ins reale Leben. Zimtkekse, die könnt ihr ruhig essen. Zimtkekse und Öl. So falsch. Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss. Ciao.